Mein Name ist Johannes Greidler, bin 1980 in Stuttgart geboren. Musik mache ich seit meinem 4. Lebensjahr. Ich komponiere, seit ich 9 Jahre alt bin. Seit einigen Jahren, genauer gesagt seit Computer so leistungsstark und zugleich billig geworden sind, dass ich es selbst realisieren kann, mache ich neben der Komposition am Schreibtisch auch Solo-Performances mit Elektronik. Es hat angefangen mit der Joystick-Performance RAM Microsystems 2005 in Holland. Ich habe einen Flugsimulations-Joystick verwendet, um elektronische Klänge am Computer zu steuern. Das ist also quasi wie eine Maus oder Tastatur, nur sehr viel körperlicher, direkter. Ich bin sozusagen ein Kind der digitalen Revolution, an deren Anfang wir jetzt 2007 erst noch stehen. Ich gehöre der ersten Generation an, für die der Umgang mit Heimcomputern selbstverständlich ist. Ich muss nicht mehr in ein teures Studio des Rundfunks gehen. Also ein Computer ist eine Fabrik und das ist natürlich politisch und revolutionär. Und dieses neue Selbstbewusstsein drückt heutige live gespielte elektronische Musik aus, eben die Elektronik-Performance, die Klaviersonate des 21. Jahrhunderts. In RAM Microsystems habe ich einen Joystick für Flugsimulationsspiele umprogrammiert, um ihn zur Steuerung für elektronische Klänge zu verwenden. Elektronische Musik muss nicht immer nur abstrakt sein, sondern kann, das war mein Ziel, sehr körperlich expressiv sein. Andere haben das auch schon gemacht, Joysticks zweckzuentfremden. In Holland war das seinerzeit Mode geworden durch das Dime Studio in Amsterdam. Dort war sowas aber immer nur partiell und ich habe das nun zum Prinzip gemacht. Ich weiß, was es bedeutet, ein Instrument zu spielen. Das ist kein Mittel, sondern Zweck. Ich denke als Komponist. Das Instrument ist eine Komposition und des Weiteren habe ich bei dieser Joystick-Performance aber auch das Klangliche sehr ausgefeilt. Wofür andere das nur technische Spielerei ist. Hierfür habe ich das Programm Wavegorithm geschrieben, mit dem ich Klänge durch algorithmische Wellengenerierung gewinne. Und auch die Form des Stückes hat einen groben Plan, nach dem ich dann improvisiere. Das Ganze ist eine Bewegungschoreografie, fast ein Tanz, bei dem die körperliche, physische Aktion in Klang transformiert wird, in Klangsequenzen, und das habe ich verglichen mit dem RAM, quasi dem Kurzzeitgedächtnis des Computers, wo Daten in sehr schnellen Abläufen bearbeitet werden. Ich habe hier verschiedene Eingabegeräte, die ich für Performances verwende. Hier ein Lenkrad-Joystick, von dem ich bislang aber nur das Pedal verwendet habe.
Hier habe ich ein ausrangiertes Motherboard, also ist quasi Computermusik wörtlich genommen, auf dem ich dann tatsächlich hier mit Fingern spiele und das mit Kontaktmikrofonen abgenommen wird. Ich habe hier schon eine Tastatur einfach verwendet oder so ein Tablet, auf dem man mit dem Stift sich bewegen kann. Hier ist ein MIDI-Keyboard, das ist natürlich etwas relativ Gebräuchliches. Da habe ich auch integrierte Fader und Drehknöpfe. Und hier habe ich Joysticks, die eigentlich für Flugsimulatoren gebaut sind. Ich habe damit allerdings nie gespielt. Ich habe das nur verwendet, um damit elektronische Klänge zu steuern. Ich hatte ursprünglich erstmal nur die Idee, in einem Programm eine Matrix zu verwenden, auf der ich ganz viele Klänge direkt anwählen kann. Und habe dann gemerkt, dass man damit ja sehr schnell darüber hinweg sich bewegen kann mit einem geeigneten Eingabegerät. Und dafür verwende ich eben jetzt diese Joysticks. Ich arbeite gerade an einer neuen Performance mit dem Tablet, aber es gibt gerade noch technische Schwierigkeiten. Mit dem Tablet zu performen, das hat eine Wirkung, wie wenn ich darauf etwas schreibe. Sozusagen signiert der Künstler sein Werk, wobei das Signieren selbst erst das Werk hervorbringt. Insofern ist das verwandt mit der Untitled Performance Number One, bei der ich einen Text eintippe auf einer Tastatur, aber man hört dann nur Klänge und der Text dient nur der Gliederung der Klänge. Insofern ist es ein ganz neues Verhältnis von Musik und Sprache, wenn Sprache die Partitur ist für ein neu designtes Instrument. Wir sind hier in Kreuzberg in Berlin vor dem Lucia, wo heute Abend Drum Microsystems und die neue Performance I'm Sitting in Kreuzberg Test erstmalig gespielt wird. Was hat es mit dem neuen Stück auf sich? Also darin geht es um Rekursionen. Das heißt, dass Klänge aus verschiedenen Musikstücken werden extrem geändert in der Tonhöhe und in der Geschwindigkeit. Und die Änderung wird wieder aufgenommen und das Aufgenommene dann wieder extrem verändert und wieder aufgenommen und so weiter, dass es extrem schnell zu starken Änderungen kommt. Und genauso ist es auch mit der Lautstärke, also dass etwas verstärkt wird. Und das wird aufgenommen, das Aufgenommene wird wieder verstärkt und es wird wieder aufgenommen und wieder verstärkt. Und so kommt es zu regelrechten Explosionen und dazu kommen dann Filmaufnahmen von US-amerikanischen Atombombentests, die widersprüchlich sind in ihrer Optik, weil sie einerseits natürlich eine riesige Zerstörung darstellen und andererseits aber doch faszinierende Bilder sind. Thank you.
2006 habe ich einen Zyklus von 6 Stücken geschaffen mit dem Titel 6 Programmierungen eines MIDI-Keyboards. Das Werk, das am weitesten vorangeht mit der Idee des musikalischen Dekonstruktivismus unter Hilfe der digitalen Technik. Auf verschiedene Weise habe ich ein MIDI-Keyboard programmiert und spiele darauf dann Stücke aus der Klavierliteratur. Durch die Programmierung aber kommt es zu einem anderen Klangresultat aus den Informationen des Tastenspielens. Im letzten Stück daraus habe ich zum Beispiel das Keyboard so programmiert, dass nicht bei Drücken einer Taste der entsprechende Ton kommt, sondern erst bei Loslassen derselben. Spielt man hiermit nun etwas, wird das Ergebnis ein sehr dekonstruiertes Stück sein. Für den Zyklus spiele ich Teile aus dem letzten Kontrapunktus aus Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge. Zu spielen, weil es dem gewöhnlichen Klavierspiel völlig entgegensteht. Aber wenn man es dann kann, hat es eine sehr eigenartige Lebendigkeit, denn ich spiele darauf wie auf einer Orgel. Bei der die Artikulation durch die Länge des Tastendrückens bestimmt ist. Und jetzt mit dieser Art von Programmierung bekommt das Ganze dadurch dann eine eigenartige Verteilung, die aus diesen verschiedenen Längen entsteht. Und das ist doch der Sensibilität dieses Spielens geschuldet. Ein anderes Stück, was ich mit diesem Keyboard gemacht habe, ist nach der Idee, dass auf jede Taste ein anderes Soundfile gelegt ist und ich dann mit diesem Keyboard das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier spiele, nur dass ich jetzt eine ganz andere Temperierung habe. Wieder in einem anderen Stück habe ich auf jede Taste einen anderen Algorithmus gelegt für Klavierklänge und damit spiele ich dann ein Stück von Bartok, das einen ganz bestimmten Modus verwendet, einen bulgarischen, aber ich nun habe hier wiederum eine ganz andere Art von modaler Musik. Die daraus resultiert.
Neben der Solo-Performance spiele ich auch mit Kollegen zusammen, so mit Alberto Bernal und João Miguel Paes, in dem von uns 2004 gegründeten Trio für konzeptuelle Elektronikimprovisation Endphase. In jedem neuen Auftritt suchen wir uns neue ästhetische und technische Herausforderungen. Wir arbeiten mit Netzwerk, vielen Controllern, mit Video oder als Installation. Unsere Konzepte sind Gruppenkomposition und Gruppenimprovisation, nehmen Bezug auf den konkreten Raum oder die Situation. Wichtig für die Zusammenarbeit ist aber, dass wir uns gut verstehen und kennen. Ich könnte nicht einfach mit 10 anderen Leuten zusammen improvisieren. Das gibt meines Erachtens nur Grau. Die Solo Electronic Performance ist die Klaviersonate des 21. Jahrhunderts. Es ist klar, dass so wie das Klavier einst das Cembalo abgelöst hat, jetzt das Klavier von Tastenmodulen abgelöst werden wird. Und der Grund ist natürlich ein technologischer, aber letztendlich doch der expressive, nämlich eine neue Musik zu gewinnen durch neue Instrumente. Also zum Beispiel in der Untitled Performance No. 1 war die erste Idee, 9000 Samples schnell ablaufen zu lassen und dann die Frage, mit welcher Körperbewegung werden die abgespielt? Also ich hätte die Bewegungen am Joystick verwenden können oder am Lenkrad und habe mich dann aber für Tippen an der Tastatur entschieden, aus bestimmten musikalischen Gründen. Also hier vor allem rhythmische und freilich performative. Man sieht so, das Instrument ist Komposition. Ich nenne das auch körperliche Instrumentation und es kommt auch gerade auf die Widerstände an, die man da erfährt. Und so gelangt man zu neuen Strukturen, auf die ich mit den Mitteln der herkömmlichen Partitur nicht gekommen wäre. Und die Entstehung dieser Strukturen ist performativ für das Publikum zu sehen. So kommt in die elektronische Musik auch wieder ein besseres Verständnis, wenn man Ursache, Wirkung, Zusammenhänge sieht und nicht nur etwas Abstraktes aus Lautsprechern tönt. Es gibt da eine Logik und auch hier trifft der Lachenmannsche Satz zu: Komponieren bedeutet ein Instrument bauen. Can you tell me about little together?